Bethesda Softworks presents Daggerfall. Ja, und somit herzlich willkommen zu Daggerfall über die Unity Engine. Ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, das vernünftig zu modden, weswegen das erstmal noch so aussieht. Und warum auch immer jetzt hier auch kein Ton kommt, weiß ich auch nicht, bin mir auch nicht sicher. Aber ich freue mich, dass wir jetzt endlich diesen Teil hier anfangen. Arena war schon ein hartes Stückchen, muss ich sagen. Hat zwar auch Spaß gemacht, aber es war sehr, sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal an. Und wir spielen wie immer einen Nord. So. Nords hail from the province of Skyrim. You are part of a tall and fair-skinned people. Strong, willful and hardy. Owing to the climate of Skyrim, Nords are resistant to the coldest of temperatures and take little damage even from ice-based magical attacks. Nords are historically well suited to all the arts of the warrior. Is your character to be a Nord? Ja, natürlich. Und wir spielen wieder mal einen männlichen Charakter. Would you like to choose from a list of possible classes to play? You can also create your own custom character class by choosing this option. Oder generate your character's class by answering 10 questions to determine the class most compatible to you. Ich hoffe, ich habe das wirklich richtig ausgesprochen. Ansonsten, es tut mir leid. Aber wir suchen uns eine Klasse aus und wir nehmen hier den, wo haben wir da? Den Krieger, den Warrior. Wir nehmen den Warrior. Achso, muss ich Doppelklick machen. Okay. Warriors are those most heavily trained in the arts of combat and warfare. They are adept in the use of many weapons and are often heavily armored. The skills most important to a warrior are axe, long blade, blunt weapon, hand-to-hand, archery and short blade. Do you wish your character to be a warrior? Ja, natürlich. Und jetzt nochmal haben wir hier ein paar Fragen, die wir aussuchen können. Fast start by automatically generating your character's background. You will be able to adjust starting attributes and skills within the character sheet. Oder choose your character's career path by answering 12 important career decisions that will influence character background. Ich glaube, wir suchen eher hier das aus. Commoners unchanged, Merchants unchanged, Scholars higher, Nobility unchanged, Underworld unchanged. Your reputation have changed as follows. Okay. Und name thyself. Ich glaube, das soll yourself heißen oder so. Wir sind dieses Mal der Max Deus der zweite Nachfolger vom ersten Teil. Wir sind keine Ahnung, der Sohn von Arena oder so, weiß ich nicht. Aber wir starten dann mal. Choose your face. Ich versuche das mal so auszusagen. Okay, was gibt's denn hier zur Auswahl? So, was haben wir hier? Ich finde es jetzt schade, dass hier keine Musik läuft. Der sieht super aus. Ja, die wiederholen sich jetzt, glaube ich. Dann, das ist der einzige Rothaarige, den wir haben. Und ich bin ja halt rothaarig, aber ich würde dann vielleicht sagen, wir nehmen eher. Nee, der davor hat mir besser gefallen. Kann ich so zurück? Ah, so kann ich zurück, okay. Wo war denn der? Der hier. Genau, den. Dann nehmen wir den hier. Das sind wir. So, jetzt können wir hier noch Attribute verteilen. Agility würde ich auf jeden Fall ein paar nochmal draufpacken. Strength auch nochmal. Und nochmal auch ein bisschen in
4 vielleicht sogar, weil dann können wir Hitpoints und Healing Rate auch nochmal steigern. Ich glaube, das und das sind die Dinger, die wir hier definitiv brauchen werden. Safe Roll. Okay. Gut. Und hier können wir auch nochmal was machen. Okay. Axe 31%, Longblade 43%, Blunt Weapon 31%. Dann hier Major Skills. Primary, Major und Minor Skills. Ah, okay. Da haben wir jeweils auch nochmal 6. Dann würde ich sagen, hier gehen wir volle Kraft auf Äxte. Hier gehen wir Hand-to-Hand, Archery, Shortblade. Hier vielleicht auf Kurzschwert. So. Machen wir alles da rein. Hier müssen wir Minor Skills ein bisschen mal verteilen. Climbing sind wir schon relativ hoch. Dodging würde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was reinmachen. Running, Swimming, weiß ich nicht. Medical würde ich auch nochmal ein paar reinmachen. Vielleicht hier auch nochmal einen und hier auch nochmal einen. Dann würde ich sagen, lassen wir das so. Climbing sind wir schon relativ hoch dafür. Und dann, okay. Player reflexes determine the overall speed of the game. If you pick very high reflexes, the monsters will move and attack quickly, forcing you to be quick with the controls. Very low reflexes means the monsters will move and attack slowly, allowing you to adopt a more cautious, thoughtful playstyle. Your character will be advanced a little slower with a lower reflex setting and will advance a little faster with a higher reflex setting. Ich würde sagen, wir machen vielleicht auf High, damit wir ein bisschen mehr Herausforderung haben. Ich hatte das ja vorher schon mal ein bisschen angetestet gehabt. Und hier, das mittlere, ist schon sehr, sehr langsam, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Very High ist oder auf Very Low. Will ich auch nicht herausfinden. Aber ich denke, High, dass es ein bisschen schneller ist, können wir gerne machen, auf jeden Fall. Und dann haben wir hier auch nochmal nochmal Überblick und so, was wir alles gemacht haben. Und dann, okay. Daggerfall. 400 years after Cyberceptum's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close in the Empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the Empire to weaken and crack. Uriel Septim, the seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion. Ich verstehe kein Wort gerade. Ist zumindest auf meinen Kopfhörern nicht gerade deutlich. The Imperial Palace, Seat of Emperor Uriel Septim, den 7. Midnight. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him. But his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer and close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul. I ask this as your emperor. I have one lesser request. Several years ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. It never arrived. The letter was of a sentimental and
personal nature. If you find and destroy that letter, I will be grateful. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. Okay, sollte das der Kaiser gewesen sein, Uriel Septim? You wake and look around the room. Some hours ago you were in a boat, en route to Daggerfall. When a storm of supernatural strength boiled over the Iliac Bay like a malefic creature, your boat was destroyed, but you managed to swim through the churning water to a promontory rock. There you found a cave and escaped the fury of the storm. You had only just lit a small fire when a mudslide sealed you within. Your fear of being buried alive calmed when you saw the corridor leading out of the cavern. Perhaps there is a way out of this cave after all. Once free of the cave, you can begin the Emperor's quest. The Elder Scrolls Daggerfall has a tutorial that can't be active during the game. It runs through all this first dungeon and for a short time afterward. Do you want to use this tutorial? Ja, komm, wir nehmen den Tutorial mit. The very first thing you want to do is experiment with moving your character around. Don't worry about monsters. There are none in this first room. When this text clears, move the mouse around to change where you are looking. Use the WASD and D keys to go around. Hint, those are the default keys. You can change them later using the escape key and the controls button. I'll be back in about 1 minute to tell you about arming yourself and fighting monsters. Okay, nice. So. Okay, find schön, dass uns das auch einmal alles mitgeteilt wurde. Ich feiere das jetzt mittlerweile, dass es ganz anders ist als Arena. Wir können springen. Und ich feiere die Steuerung auch hier, das jetzt mit WASD ist und nicht mit den Pfeiltasten. So, ich will aber auch mal hier schauen. Controls. Fullscreen. Komm, wir machen Fullscreen an. Ist besser so. Head Bobbing? Was auch immer das heißen soll. Warte mal. Ah, so ist besser. So finde ich es deutlich besser. Und Control. Hier sehen wir alles, was wir machen können. Aber wir machen jetzt mal hier Continue. Ah, okay. Tutorial Lesson 2. Before you brave the depth of Privateer's Hold, you will want to arm yourself. Press the F3 key to bring up your inventory window. Clicking on the weapon puts it into your hand. Now you are able to draw your weapon. Click to the exit button to go back to the game. Hint, you can have two weapons equipped. Press the H key to switch back and forth between them. Click yes to continue, no to cancel the tutorial. Okay. Ah, aber wir können hier jetzt nicht auf die Dinger da unten zugreifen. Also machen wir das lieber mal weg. Vielleicht gibt es hier... Ja, so finde ich dann doch vielleicht besser. Und dann... Ah, okay. So, wo haben wir Inventar? You are in a privateer's hold. Achso, das ist nicht Inventar. You are healthy. You see a rat. Aua. Wie kann ich jetzt angreifen? Aua. Mein Leben geht da unten. Ich muss nochmal die Controls gucken. Wie kann ich... So. Warte mal, jetzt muss ich das, Z. Z ist, Waffe. Continue. Z. Wie? Ach so. Ist auch sehr, sehr langsam hier. Komm, ich muss die Ratte verprügeln.
Tutorial Lesson 3. To draw your weapon, just press the Z key. There is a short delay after equipping a weapon, so don't panic if it doesn't draw instantly. Take a few practical swings by holding down the right mouse button and moving the mouse around. This is how you fight the monsters. Hint: moving your mouse in different directions makes the sword swing differently. Each type of swing affects your chances to hit the monster and how much damage you do. I'll give you a minute to practice swinging the sword. Click yes to continue and no to cancel the tutorial. So, ich muss den jetzt irgendwie verprügeln. So, jetzt treffen wir den. Nice. So, was haben wir hier? Das sind wir. Wir kriegen hier Gold und Red Puppy. Und Iron Blade Sword. Ah, okay. Warum können wir den hier jetzt nicht... Hä? Warum können wir den jetzt nicht usen? Wo finde ich jetzt mein Inventar? Warte, nochmal Controls gucken. CS Crouch, okay. So, wo ist Inventar? Status, Character Sheet, Inventory, F6. Okay, F6 ist Inventory. So. Ah. Und hier haben wir... Ah, okay. So, jetzt haben wir die Waffe ausgerüstet. Nice. Muss man erstmal alles lernen. So, haben wir hier eine Map? Wir haben eine Map. Und das auch noch auf M. Ah, okay. Nice, wie die Steuerung hier ist. Angenehmer auf jeden Fall. Und hier geht's weiter. So. Dann mal schauen, wo der andere Skiver ist. So. Aua. Komm. Wir müssen die... So. Autsch. Steuerung ist doch nicht so einfach wie erwartet. Tutorial Lesson 4. Down the hall and through the door is a giant rat. Let's go kill it. When you get to the door, just get in the center of the screen and press the mouse button to open it. This is how you activate things such as doors, levers, wheels, treasures, piles, even people. Ich kann people aktivieren, okay. You can sometimes get treasure of dead bodies by clicking on them, just like treasure piles. Hint, this door is a secret door. After you kill the rat, go back to it and click it. The door will shut, not all secret doors are this easy to see. I'll be back in a couple of minutes for the next lesson. Ja, kennen wir schon. Boah! Okay, jetzt bin ich, glaube ich, gestorben. Das war jetzt nicht so nice. Jo, okay. Dann sehen wir uns gleich mal wieder. Ich wache mal ein bisschen vor bis zu dem Punkt, wo wir gerade waren. So, da bin ich wieder. Ich musste an dem hier irgendwie vorbeirennen. Der hatte sich um den hier gekümmert. Und ich ergreife lieber die Flucht, denn ich habe ein paar Mal gegen den es nicht geschafft. Da haben wir eine ganz normale Ratte. So, komm. Und ich hoffe, der andere ist nicht dabei. Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber irgendwie muss ich hier die Flucht ergreifen. Und hier muss man auch sehr, sehr, sehr oft Safe Games starten. Wo führt das hier hin? Noch ein Keller. So, wir kamen ja von hier. Gingen dahin, hier hoch. Hier ist dieses komische, sagen wir mal, dieses grüne, die grüne Fledermaus. Und ich würde sagen, hier machen wir nochmal ein Safe Game auf den hier. Dass wir es zumindest so weit geschafft haben bis hierhin.
Autsch. Okay. Das haben wir auch nicht überlebt. So. Laden wir das hier jetzt mal. Hier haben wir definitiv... Ah, das ist ein Dieb gewesen. Okay, und den haben wir... Nice. Was der alles hier hat. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Dann müssen wir hier jetzt F6 nochmal. Lever Right Pauldron. Nice. Zumindest haben wir Elven Saber und Steel Dagger und Iron Broadsword haben wir. Haben wir zumindest ein bisschen Sicherheit hier jetzt. Was haben wir hier? Elixir Vitate. Okay. So. Oh. Das hier ist ja schön. Liegen hier ein paar schöne Köpfe. Interessant. So, das ziehen wir auch mal an. Dann sind wir wenigstens ein bisschen geschützter. Dann würde ich sagen, hier auch nochmal ein Safe Game machen. Weil wir haben das ja von Arena gelernt. Immer Safe Games machen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Ich höre hier noch irgendwas rauskommen. So, Giant Bat. Nice, der hat aber nichts. So, und hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game. Wir müssen immer auf der sicheren Seite sein. Ui, was haben wir denn da? Wir kommen von hier sogar an den ran. Nice. Komm. So, Archer just died. So, was hat der? Gold, White Rose, Steel Warhammer. Okay, interessant. Was? Iron Boots, okay. Wir nehmen erstmal alles mit, was der hat. So. Das brauchen wir. Chain Kyras. Nee, dann lassen wir lieber das. Steel Boots. So. Die sind besser, wie es hier sieht. Das ist sehr, sehr klein, aber ja. Wagon? You don't own a wagon. Okay, Info. Equip, remove, use, gold. You have 289 gold pieces. How many do you wish to drop? Nichts. Null. Ich möchte 0 Gold droppen, ja? So. Dann würde ich hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game machen. Safe Games, beste, was wir machen können. So. Ah, der hält aber einiges aus. Der hat nichts. Und der hat auch nichts. Können wir die kleinen Dinger hier looten? Okay, eher nicht. Bestimmt gibt es hier irgendwo Schätze, ne? Ich hoffe, hier gibt es irgendwo Schätze. So. Oh. Wow. Das ging aber steil bergauf. So, wo sind wir? Ja, das sieht man ja richtig, wie steil bergauf das ging. Ja, mit der Map-Steuerung muss ich noch ein bisschen zurechtkommen. Aber finde ich schon mal deutlich besser als in Arena. Autsch, autsch, mach mich nicht kaputt hier, ja? So. Was hat der? Lever Boots, Chain, Left Pauldron, Lever Right, Steel Saber. Wir nehmen da Gold. Ich glaube, den können wir das hier und die Lederdinger wieder zurückgeben. So, jetzt wollen wir hier. Mal kann ich irgendwas usen? Wir hatten doch hier irgendwo Magic Items, genau. Spellbook. Was? Use. You have no spells in your spellbook. Ah, okay. Cloaking Misc. Breaches, Amulett.
Ah, okay. Wabayak. Muss ich vielleicht usen? Wabayak. Little boys shouldn't summon up the forces of eternal darkness. Unless they have an adult supervising. I know. But on that sunny night on the 5th of... Ah, das ist ein ganzes Buch, das ich lesen kann. Okay. Ingredients, was haben wir hier? Kann ich den usen? Oder das? Oder das? Oder das? Kann ich gar nichts usen? Ich habe jetzt aber leider nichts, was ich hier nutzen kann, um mich zu heilen. Ich würde sagen, vielleicht machen wir hier einen zweiten Safe Game. Auf Max Deus Second 2. Für den Fall, dass das, was wir hier jetzt haben an Gesundheit, nicht reicht, um zu überleben. Da scheint es weiterzugehen und ich habe gehört, dass da irgendwer rauskommt. Boah, hat der mich erschrocken. Aber ein Schlag und wir sind wieder tot. Ja. Den haben wir nicht überlebt. So, wir laden aber den hier trotzdem mal, den zweiten. Toll. Super das Spiel. Ah, jetzt haben wir den geschafft. Okay, gehen wir mal weiter. Hier gibt's eine Tür. Boah, hat mich das jetzt erschrocken. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Dann vielleicht doch lieber da lang. Irgendwo muss es ja einen Ausgang geben. Toll. Das wird jetzt super. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen da lang. So, da haben wir so ein Skelett. Aber die Frage ist, wie kommen wir weiter? Und wie können wir uns heilen? Beziehungsweise, ich würde hier die Folge mal beenden. Und mache mich dann schlau, wie wir uns hier heilen können. Und wie wir aus dem ersten Dungeon hier rauskommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr hier auch mit dabei seid am Start, wenn wir die Elder Scrolls-Reihe durchspielen. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.